LVR Landesmuseum Bonn. Digitale Ausstellungseröffnung. Germanen, eine archäologische Bestandsaufnahme. Liebe Gäste, ich sende Ihnen einen herzlichen Gruß aus dem LVR Landesmuseum Bonn und heiße Sie herzlich willkommen zur digitalen Eröffnung unserer Ausstellung Germanen, eine archäologische Bestandsaufnahme. Sie werden sich möglicherweise schon gefragt haben, warum wir im Titel zu unserer Ausstellung nicht von den Germanen sprechen, sondern lediglich von Germanen. Um es gleich vorwegzunehmen, ein Volk, dessen Angehörige sich selbst Germanen nannten, hat es nie gegeben. Die Germanen sind vielmehr eine Erfindung zweier Männer. Den einen, Gaius Julius Caesar, kennen die meisten von uns. Der Name des zweiten, Tacitus, ist heute nur noch wenigen geläufig. Dabei ist gerade eine seiner Schriften, nämlich die Germania, für die zahlreichen und auch heute noch virulenten Germanen-Klischees verantwortlich. Nach allem, was wir heute wissen, wurde zur Zeit Caesars lediglich eine kleine Gruppe am Niederrhein Germani genannt. Caesar griff diese Bezeichnung auf und nutzte sie in seinem epochemachenden Buch über den Gallischen Krieg. Nunmehr jedoch als Sammelbegriff für gleichsam alle Gemeinschaften, die rechts des Rheins und nördlich der Donau siedelten. Worin bestand seine Absicht? Caesar wollte den Rhein als Kulturgrenze festschreiben, als Grenze zwischen den linksrheinischen Galliern und den rechtsrheinischen Germanen. Nachdem Caesar erstmals die Vorstellung von einer homogenen Ethnie mit dem Namen Germani geschaffen hatte, verfasste etwa 150 Jahre später der römische Schriftsteller Tacitus ein folgenreiches Buch, in dem er die Germanen als mutiges, kämpferisches und freiheitsliebendes Volk porträtierte. Dass sich Tacitus als Ethnograph tatsächlich für Germanen interessierte, ist kaum zu bestreiten. Zugleich ging es ihm aber auch um einen Gegenentwurf zur römischen Gesellschaft, deren zunehmend dekadenten Lebensstil er kritisch reflektierte. Während des Mittelalters geriet die Germania des Tacitus in Vergessenheit. Als sie dann 1455 im hessischen Kloster Hersfeld wiederentdeckt wurde, gab sie gleichsam den Startschuss für eine intensive Germanenrezeption, deren Ausläufer noch heute unsere Sicht auf Germanen prägen und vor allem in der Populärkultur präsent sind. Denken Sie nur an die Jugendbuchreihe Magnus Chase oder an die überaus erfolgreiche Netflix-Serie Die Barbaren, die erst im letzten Jahr von sich reden machte. Tacitus lässt grüßen. Unsere Ausstellung im Landesmuseum widmet der langen Germanenrezeption ein eigenes Studiolo und geht dort der Frage nach, warum Germanen seit der frühen Neuzeit immer wieder mythisch überhöht und zu unmittelbaren Vorfahren der Deutschen stilisiert wurden. Das Hauptaugenmerk der Ausstellung liegt jedoch, wie es ihr Untertitel bereits ankündigt, auf einer archäologischen Bestandsaufnahme. Eine solche Bestandsaufnahme schien uns überfällig, denn die Archäologie hat in den vergangenen 20 Jahren dank umfangreicher Ausgrabungen, spektakulärer Funde und intensiver Forschungen eine Vielzahl neuer Erkenntnisse zu Germanen gewonnen. Auf dem Fundament dieser Erkenntnisse eröffnet unsere Ausstellung nun vielfältige Perspektiven auf verschiedenartige Ethnien am Rhein und deren variantenreiche Lebensweisen. Wer unsere Ausstellung besucht, darf sich auf zweierlei freuen: auf eindrucksvolle Exponate, die zu einer Zeitreise in die Epoche zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert einladen, und auf viele neue archäologische Erkenntnisse. Auf Erkenntnisse, in deren Folge wir unser bisheriges Germanenbild einer weitreichenden Revision unterziehen müssen. Eine große Ausstellung wie unsere Germanenpräsentation kann nur gelingen, wenn sich viele Personen zusammenschließen. Personen mit innovativen Ideen, wissenschaftlichen Expertisen, organisatorischem Talent, kreativer Energie und handwerklichem Geschick. Es ist daher an diesem Tag unserer Ausstellungseröffnung vielen Menschen zu danken. Hier in Bonn, aber auch in Berlin, wo die Ausstellung ihre erste Station hatte,
denn sie ist hervorgegangen aus einer Kooperation zwischen dem Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte und dem LVR-Landesmuseum in Bonn. Gleichsam stellvertretend für alle, die zum Gelingen der Ausstellung beigetragen haben, danke ich auf Berliner Seite Matthias Wemhoff und auf Bonner Seite Michael Schmauder. In Ihren Händen lag die Gesamtleitung des Vorhabens und Sie werden uns gleich auch durch die Ausstellung führen und erste Einblicke gewähren. Eine ganz besondere Freude ist es für mich, am heutigen Tag Anne Henk-Holstein begrüßen zu dürfen. Als Vorsitzende der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland wird sie gleich ein Grußwort zu uns sprechen. Frau Henk-Holstein, Sie haben während der vergangenen Jahre mit großem Interesse unser Haus begleitet. Sie haben es tatkräftig unterstützt. Und von dieser Unterstützung zeugt nicht zuletzt, dass wir unsere Germanenausstellung heute in einem Haus eröffnen dürfen, das sich nach umfangreichen Sanierungsarbeiten in neuem Glanz präsentiert und für das wir aktuell eine neue Dauerausstellung konzipieren. Ich freue mich, Frau Henk-Holstein heute hier in unserem Haus begrüßen zu dürfen und übergebe ihr nun das Wort. Woran denken Sie als erstes, meine Damen und Herren, wenn Sie den Begriff Germanen hören? Kühne, freiheitsliebende Krieger? Rotblonde Muskelmänner mit Helmen bei Trinkgelagen? Wir nennen unsere Ausstellung schlicht Germanen. Eine archäologische Bestandsaufnahme. Das klingt zwar zunächst trocken, tatsächlich ist es jedoch ein bewusst gewählter, ernüchterner Titel für eine Ausstellung, die sich einem Themenfeld widmet, das in der öffentlichen Wahrnehmung seit Jahrzehnten zum Teil sehr kontrovers behandelt wird. Damit wollen wir uns ausdrücklich von einer klischeehaft besetzten Betrachtungsweise distanzieren. Und genau dies war für das Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin und das LVR-Landesmuseum Bonn die Motivation, sich gemeinsam eines Themas Germanen anzunehmen und darzustellen, was die aktuelle archäologische Forschung zu den Germanen zu berichten hat. So viel sei schon jetzt verraten. Es handelt sich um vieles, um Spannendes und Erstaunliches. Was zeichnet diese Ausstellung aus? Lassen Sie mich drei Aspekte hervorheben. Als erstes ist es die gewählte Perspektive. Der Fokus liegt bewusst nicht, wie es bisher oft der Fall war, auf den Grenzregionen zum Römischen Reich oder auf besonderen historischen Ereignissen, so zum Beispiel die berühmte Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus. Ebenso wenig ist sie chronologisch aufgebaut. Stattdessen beleuchtet sie die gesamte römische Kaiserzeit, also jenen Zeitraum, für den der Germanenname intensiv durch schriftliche Quellen bezeugt ist. Sie widmet sich dem Leben vom 1. bis zum 4. Jahrhundert in der sogenannten Germania, einem Raum, der sich vom Rhein bis ans Schwarze Meer erstreckte. Dabei wird Rom nie ganz aus den Augen verloren, dessen Einfluss auch fernab der Grenze nachweisbar bleibt. Der Versuch einer Beschäftigung mit der Germania selbst und eben nicht aus dem Blickwinkel des Römischen Reiches erschien dem Kuratorenteam bei der Ausstellungsplanung als besonders wichtig und zugleich herausfordernd. Bei diesem Ansatz galt es, viele Fragestellungen zu berücksichtigen. Wie lebten die Menschen, für den Cäsar den Sammelbegriff Germanen populär gemacht hatte? Wie wurde gewirtschaftet? Wie waren die germanischen Gesellschaften organisiert? Woran wurde geglaubt? Welche Rolle spielten die Beziehungen zu den Römern? Wie bildeten sich Gruppen und Identitäten heraus? Genau auf diese Fragen möchte die Ausstellung Antworten geben und sucht, wo Antworten nicht möglich sind, nach Erklärungen. Der zweite Aspekt, der die Ausstellung gleichsam wie ein roter Faden durchzieht und immer wieder thematisiert wird, hängt tatsächlich mit Rom zusammen und ist mit der Frage verbunden, wie es zu erklären ist,
dass wir nicht zuletzt entlang des Rheins eine derart krasse Kulturgrenze zwischen Römischem Reich und der Germania ausmachen können. Die Forschungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass von einer tiefgreifenden Romanisierung der Germania vielfach nicht die Rede sein kann und dies, obwohl selbst römische Waffen in großer Zahl über den Rhein in die Region gelangten und in innergermanischen Auseinandersetzungen zum Einsatz kamen. Es gab keine Abschottungen des Römischen Reichs gegenüber der Germania und der Transfer römischer Kultur im deutlich größeren Stil wäre ohne weiteres möglich gewesen. Wie können wir diesen auffallenden Befund erklären? Kommen Sie nach Bonn. Hier erfahren Sie es. Darüber hinaus weicht die Ausstellung, und dies ist der dritte Aspekt, der Frage nicht aus, was denn eigentlich die germanischen Gemeinschaften der ersten vier Jahrhunderte nach Christus mit den heutigen Deutschen verbindet. Die Tatsache, dass die Ausstellung mit der beginnenden Völkerwanderung am Ende des vierten Jahrhunderts endet, sagt bereits viel. Denn die Gemeinschaften, die von den Römern im ersten Jahrhundert vor Christus mit dem Sammelbegriff Germanen belegt worden waren, veränderten sich in den folgenden Jahrhunderten grundlegend oder lösten sich gänzlich auf. Der von Germanen besiedelte Raum wird bis in das 6. Jahrhundert hinein fast gänzlich aufgegeben. Neue Gruppen nehmen ihn in Besitz. Meiner Meinung nach besonders treffend hat der berühmte Wiener Historiker Herwig Wolfram die Bedeutung der Germanen für die deutsche Geschichte beschrieben. Und ich darf zitieren. Die Deutschen haben ebenso eine germanische Geschichte wie Skandinavier, Briten und Iren, Franzosen, Spanier und Portugiesen, Ungarn, Rumänen, die slawischen Nationen, Griechen, Türken oder Tunesier und Malteken. Zitat Ende. Im Studiolo zur Ausstellung wird diese Frage fokussiert nachgegangen und dort erwartet sie ein kleines filmisches Highlight. Mehr sei aber noch nicht verraten. Ich danke allen an der Planung und Umsetzung beteiligten Personen, die mit dem beschriebenen Ansatz ein gemeinhin bestehendes Bild von den Germanen gezielt hinterfragen, neue Erkenntnisse eröffnen und die ein neues Licht auf diesen ersten vier Jahrhunderten unserer heutigen Zeitrechnung werfen. Ihnen, liebe Gäste, darf ich nun eine spannende Zeitreise und einen anregenden Aufenthalt in der Ausstellung wünschen. Lassen Sie sich begeistern und Sie werden die von mir eingangs gestellte Frage, was Sie mit dem Begriff Germanen verbinden, dann sicher ein wenig anders beantworten. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Vergnügen in der Ausstellung. Professor Dr. Thorsten Falk, Direktor LVR Landesmuseum Bonn. Inzwischen bin ich im Eingangsbereich zu unserer Germanenausstellung angekommen. Wir drehen die Zeit jetzt noch einmal um 2 Wochen zurück und blicken in die Aufbauphase unserer Ausstellung. Michael Schmauder und Matthias Wemhoff laden Sie zu einem ersten Rundgang durch die Ausstellung ein und zeigen Ihnen im Kontext der noch wachsenden Ausstellung einige unserer Highlights. Sie erzählen aber immer wieder auch die Geschichten hinter den Exponaten. Und so gewinnen Sie nicht nur einen ersten Einblick in unsere Ausstellung, sondern blicken auch einmal hinter die Kulissen und erfahren etwas über die vielfältigen Arbeiten, die erforderlich sind, bevor dann am Abend der Vernissage die Pforten sich öffnen. Michael, das war bei uns wirklich einer der Hauptblickfänge in der Berliner Ausstellung. Der hat die
Besucher echt begeistert an. Ein so großes Schild. Ja. Und dann dieser Kombination mit Bronzebeschlägen und dem dunklen Holz. Ja, ist jetzt ja auch schon eins der Exponate, die wir eingebracht haben. Im Moment sind wir noch im Aufbau, aber die nächsten Tage wird es sich so richtig füllen hier. Ja, ist ein großartiges Stück. Also ich bin auch völlig fasziniert davon. Es sieht ja ganz anders aus, nicht? Als die römischen Schilde, die alle so im Kopf haben und alle denken, okay, genau, die haben es genauso gemacht wie die Römer, aber das zeigt doch, dass es eine ganz andere Kampfesweise dahinter steht. Offensichtlich nicht so Reihe in Reihe, sondern irgendwie lockerer gestellt mit einer anderen Taktik dahinter, auf jeden Fall, ja. Und es sah wahrscheinlich noch viel prächtiger aus, wenn man sich vorstellt, dass das bemalt gewesen ist, vielleicht rot leuchtete mit einem Muster drauf und so, dann, wenn so ein Schild auf einem zukommt mit einem mit oben einem Schwert und einem kämpfenden Krieger, dann ist das schon... Das ist schon eine Ansage. Eine Ansage, auf jeden Fall. Ja. Nee, ist ein super Stück, ja. Es gibt ja auch noch eine ganze Reihe von Schildresten, die tatsächlich Bemalungsspuren aufweisen, daher wissen wir das ja ziemlich genau, wie wir uns die vorzustellen haben, ne? Ihr habt ja noch den prächtigen Schildbuckel aus Gommern. Ja, genau. Der zeigt das ja auch. Da hinten in der Ausstellung. Genau. Ja, Lech Lekarski. Ja, das ist ja wirklich ein unglaublich toller Komplex. Und dann direkt neben Lübshof. Ja. Also wirklich die ganz alte namengebende Forschung und der alte namengebende Fund. Und jetzt hier auf einmal ein toller Fund aus Polen. Und wir können ja eigentlich nur froh sein, dass unsere Ausstellung so stark von den Leihgaben vom Polnischen Nationalmuseum mitgeprägt ist. Das hat man so noch nie zusammen gesehen. Ja, das ist wirklich unglaublich, welche Möglichkeiten wir hier bekommen haben, echt Objekte zu präsentieren, die so ja auch noch nie zusammen zu sehen waren. Also es ist absolut faszinierend und ein großer Dank an die polnischen Kollegen, kann man einfach nur sagen. Ne? Und das ist ja wirklich ein wahnsinniges Ensemble. Eigentlich eine klassische Zusammensetzung fürs römische Gelage. Aber interessant, nicht? Was hat man dann aus den Bechern getrunken? Vielleicht ein bisschen Wein, genau. Aber dann eigentlich aus dem großen Kessel? Das Met. Wunderbar. Genau. Gucken wir weiter? Ja. Ja. Was da ist, noch da ist. Ne? Ja, muss auch nicht. Wirklich? Das muss man sich ein bisschen vorstellen. Ja. Genau. Ja, Blatzheim. Auch ein toller Fund. Der Kessel ist ja wirklich gewaltig. Ja, ne? Da kann man ein bisschen Fleischsuppe drin kochen. Ja, ja. Ja, aber das ist genau, was die Germanier eigentlich haben wollten. Ne? Ja, hätte man viele Fibeln draus machen können. Definitiv. Fibeln, Gürtelschnallen. Alles, ja. Alles, was man so braucht im alltäglichen Leben. Und das war ja die Mangelware in der Germania. Ne? Ja, sind echt fast, da gibt es ja gar nichts am Buntmetall. Ne? Nee, muss alles aus dem Römischen Reich kommen. Genau, es gibt keine Zinnlagerstätten, keine Kupferlagerstätten. Und das musste alles quasi entweder erhandelt werden oder eben geraubt werden. Ja. Ne? Da haben sie ja keinen Zugriff drauf gehabt. Das haben die Eigentümer noch verborgen vor ihnen, aber offensichtlich auch nicht mehr bergen können. Die sind auch nichts mehr genutzt. Genau, ganz offensichtlich nicht. Ja, das sind die Dinge, die exportiert worden sind aus der Germania. Genau, Menschen. Menschen, Sklaven, genau. Ja, Gefangene. Und nicht nur römische Gefangene, sondern wahrscheinlich auch unter den Stämmen verhandelt. Genau, also Leute, die im Krieg gefangen genommen worden sind, sind dann als Sklaven aus der Germania raus sozusagen verkauft worden. Und da haben wir diese Halsfesseln und hinten in der Vitrine wird ja dann auch eine aus Neupotz liegen, die von euch kommt, aus eurem Bestand sozusagen. Ne? Und die das dokumentiert. Doch ein paar Spuren hinterlassen. Ja. Ja, das ist auch ganz bizarr hier, ne? Diese beiden Darstellungsweisen. Auf der einen Seite dieses sehr grobe, herausgearbeitete. Und dann dieser Neufund aus Mainz, der ist ja wirklich so sensationell in der Qualität. Ne? Ein so tolles Werk. Also. Absolut. Das ist wahrscheinlich gar kein Germane, ne? Aber es ist halt auch ein Gefangener, ein Krieger, der quasi in einer Unterwerfungshaltung dargestellt ist und wie du sagst, eben eine Qualität, die wir sonst kaum kennen. Da kriegt man eine Ahnung davon, wie sehr diese Provinzhauptstadt Mainz ausgestaltet gewesen ist. Ja. Und mit welcher baulichen Qualität, das wird ja wahrscheinlich zum Triumphbogen oder Ähnliches gehört. Genau, kann man sich gut vorstellen, ja. Oder ein großes Grabmal oder Ähnliches. Ja. Steckt wirklich noch da voller Überraschungen. Und das finde ich so faszinierend, sich diese Stadt vorzustellen in steinerner Monumentalität und dann auf der anderen Rheinseite sofort nur der Holzbau und eine ganz andere Welt. Ja. Das existiert so lange nebeneinander her. Genau, und das haben wir drüben in dem Lebensbild hier dazu gewonnen. Ja, genau. Nach diesem Rückblick in die Aufbauphase unserer Ausstellung
dürfen wir am heutigen Tag die Pforten endlich öffnen und uns auf Ihren Besuch hoffentlich schon in den nächsten Tagen freuen. Wir haben ein umfangreiches Rahmenprogramm vorbereitet. Alle wichtigen Informationen finden Sie auf unserer Website lmb.lvr.de. Zu unserer Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog erschienen. Außerdem erwartet Sie ein Multimedia-Guide, den wir eigens für diese Sonderausstellung entwickelt haben. Das Rahmenprogramm erstreckt sich über die kommenden Monate und umfasst Vorträge ebenso wie Seminare. Wir freuen uns über die intensive Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung und würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie nicht nur einmal in unsere Ausstellung kommen, sondern immer mal wieder. Die Pforten sind geöffnet bis weit in den Oktober hinein. Also machen Sie sich auf und kommen Sie zur Ausstellung Germanen, eine archäologische Bestandsaufnahme.